Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin ein bisschen heiser, habe ich gerade gemerkt. In der letzten Folge haben wir den Gotik kaputt gemacht. Und in dieser Folge werden wir... Die vier Reiter sind die mächtigsten unter den Todesrittern. Das sollte unterhaltsam werden. Ja, okay. Die vier Reiter, super geil. Fähigkeit. Zieh zwei Karten. Boah. Also, für den würde ich mir am liebsten ein spezielles Deck bauen. Ein Mill-Deck, aber. Ich denke, der müsste auch so irgendwie. Ah, komm, nehmen wir nochmal einen Paladin. Warum nicht, ne? Paladin hat immer gut funktioniert. Und Never Change Running Paladin. Gegen die vier Reiter. Oh. Wir werden eure Knochen zu Staub zermalmen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Okay, die vier Reiter scheinen im wahrsten Sinne des Wortes vier Reiter zu sein. Das ist jetzt ein bisschen unerwartet. Baron Todesschwur, Totenschwur. Boah. Eindringlich. Kehrt um, solange ihr noch könnt. Komm, Celiac, lasst uns unseren Spaß haben mit ihnen. Genug mit dem Geschwätz. Lasst sie nur kommen. Zeigt, was ihr drauf habt, nicht? Das ist ja krass. Okay, der gegnerische Held Baron Todes Totenschwur hat scheinbar nur 7 Leben. Hat die Heldenfähigkeit, dass er zwei Karten ziehen kann. Und euer Held ist immun. Euer Held ist immun. Euer Held ist immun. Okay, wir müssen quasi die drei Reiter platt machen, bevor wir an ihn rankommen. Wenn ich das richtig sehe. Müsste auf jeden Fall machbar sein. Spätestens mit Gleichheit Weihe. Boah, Gleichheit Weihe wäre hier richtig episch. Natürlich eine Fähigkeit. Ein Geheimnis, meine ich. Oh, weltliche Ängste. Boah, ob der sich darauf einlässt? Mit jedem einmal drauf, das wäre der Hammer. Nee, Schattenblitz. Okay. Aber den ersten Reiter haben wir jetzt gleich platt. Oh, das ist Gleichheit. Ist jetzt die. Nee, komm, ich mache erstmal einen Yeti. Oh, 4 Schaden. Boah, da war eine Waffe, habt ihr gesehen? Weltliche Ängste. Was hat er gut gemacht, ne? Was hat er gut gemacht? Oh, Gleichheit, Weihe, wir haben die Kombination auf der Hand. Naja, gucken wir erstmal, was passiert, wenn so ein Typ hier stirbt. Das war's. Was für eine verdammte Verschwendung! Oh. Na, Gott sei Dank haben wir. Männer zur Schlachtbank. Was? Verleutern die eine. Okay. Na, das ist krass. Na, Gott sei Dank haben wir hier die Kombination auf der Hand. Gleichheit. Weil. Sonst wäre nämlich echt ein Problem gewesen. Aber damit sind alle Reiter down. Plus der eine, wenn die anderen Reiter tot sind. Okay. Puh. Puh. Ist nicht einfach. Jetzt haben wir hier den Heiltypen. Das ist auf jeden Fall auch nice. Weil. Und Schattenblitz. Okay, er hat Paladin-Karten, Hexenmeister-Karten, was er will. Allem etwas. Was glaubst du? Zinnenfeuer. Blutsauger. Ja, er ist down, er ist down.
Erster Versuch, ne? Richtig geil. Ja. Das Militärviertel hat versagt. Die Miliz ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ja. Als Belohnung haben wir den Todesfürsten bekommen. Spott-Todesröcheln, euer Gegner legt einen Diener, ne? Kennen wir auch aus der Arena oder so. Oder gegen andere echte Spieler. Ja, auf jeden Fall, was ich dazu sagen muss, ist, ich hätte nicht gedacht, dass ich den beim ersten Versuch schlage. Und war natürlich auch ein bisschen Glück im Spiel mit der Gleichheit Weihe zum richtigen Moment, wo die sich so extrem hochbuffen. Ja, und damit haben wir auch dieses Viertel, Militärviertel, abgeschlossen. Und wir haben Baron Totenschwur als Karte bekommen, auch sehr geil. Klassenherausforderungen. Ja, ich bin zufrieden. Ich kann mich nicht beklagen. Damit haben wir jetzt schon 3, 6, 9 Bosse fertig und sind dann in der nächsten Folge im nächsten Viertel, ne? Jetzt gehe ich mir erstmal was zu trinken holen. Noch ein bisschen was zu snacken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.